Auf dem Berg der Macht schlägt man Magie aus dem Stein. Magie funktioniert nicht so, dass man Formeln auswendig lernt und aufsagt oder komplizierte Diagramme aufzeichnet, sondern Magie liegt im Fels. Je älter und fester der Fels, desto stärker die Magie, die in ihm wohnt. Um diesem Fels mitzuteilen, was man von ihm will, was der Magier wünscht, muss er diesen Fels formen. Er muss Skulpturen in den Felsen meißeln, die anzeigen, was für einen Effekt sein Zauber haben soll. Eine der begabtesten Magierinnen auf dem Berg ist Kyrin. Kyrin hat sich spezialisiert auf die Erschaffung von Imagolems, künstlichen Menschen, die oft als Krieger eingesetzt werden. Kaum jemand kann so detailgetreu Menschen als Skulpturen nachbilden, wie das Kyrin gelingt. Sie steht im Dienste des tiefen Hauses Schneegrund. Die tiefen Häuser sind die Adelsfamilien, die den Berg beherrschen. Um den Haus Schneegrund gibt es auch eine Erbin, Semiré von Schneegrund, eine junge Frau. Sie wird zwar das Haus Schneegrund erben, sie darf aber nicht regieren, denn sie ist eine Frau. Frauen sind nicht vorgesehen dafür, dass sie das Sagen haben auf den Versammlungen der Mächtigen auf dem Berg. Das heißt, ihr Mann wird wohl einmal regieren, ein Umstand, den sie ausgesprochen ungerecht findet. Und so sucht Semiré von Schneegrund nach einer Möglichkeit, ihr Talent für Strategie, für Taktik, für das Regieren, für das Organisieren von Menschen im Verborgenen und auf andere Weise ausleben zu können. Das tiefe Haus Schneegrund, wie alle tiefen Häuser, besteht aber nicht nur aus den lebenden Mitgliedern, sondern auch aus denen, die ihre Körper hinter sich gelassen haben. Sie sind nicht wirklich gestorben, denn die Macht des Berges, des Felsens, der tief im Berg wächst, reicht so weit, dass er auch den Tod überwinden kann. Es gibt also unsterbliche Angehörige dieser Häuser. Allerdings sind sie an den Stein gebunden, an den Fels gebunden. Sie können den Berg nicht verlassen. Deswegen ist es immer eine Abwägungsgeschichte für einen Grafen. Wählt er schon jetzt die Unsterblichkeit und kann danach dann eben nie mehr die Schönheit der Welt sehen? Oder will er noch ein wenig sein Leben außerhalb des Berges genießen? Mit dem Risiko, dass er dabei umkommen könnte. Diejenigen, die sich für die Unsterblichkeit entschieden haben, wollen trotzdem nicht gänzlich auf die Schönheit der Welt verzichten. Und deswegen ist einer der höchst angesehenen Berufe auf dem Berg der Beruf des Malers. Die Maler ziehen in die Welt hinaus und malen die Schönheit, bringen die Abbilder der Schönheit zurück in den Berg, damit die Unsterblichen sie in ihren Gärten tief unten im Berg bewundern können. Einer dieser Maler ist Kilun und im Berg der Macht begibt sich Kilun auf eine Reise hinaus in die Welt als Begleiter von Graf Golar. Und die Welt stellt sich als sehr gefährlich hinaus, denn zwar beherrscht der Berg, das Umfeld, die Länder, die rundherum liegen. Aber dort regt sich Widerstand und es gibt Leute, die sich nach Freiheit sehnen. Und Kilun wird natürlich mit dem Berg in Verbindung gebracht und der Macht, die man stürzen will.